Wusstest du, dass es besondere Augenfarben gibt, die sich mit den Farben im Universum spiegeln und mit bestimmten Dimensionen verbunden sind? Diese Augenfarben bestehen aus mehreren Farben und können sich je nach Gefühlslage verändern. Was genau sie bedeuten, werden wir heute im zweiten Teil des Podcasts erfahren. Wir werden über die verschiedenen Mischfarben sprechen, über die geheimnisvollen Ränder um die Pupille und über die goldenen Funken und die magischen Schattierungen und Kombinationen. Und was es bedeutet, wenn du zwei verschiedene Augenfarben hast. Auch werde ich die interessante Frage beantworten, ob wir in jeder Inkarnation die gleiche Augenfarbe haben. Dieser Podcast richtet sich an Menschen aus dem europäischen Raum. Für Menschen aus anderen Regionen der Erde müsste man eine extra Deutung mit Hilfe der geistigen Welt machen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Ich werde dir heute über die Bedeutung der besonderen Augenfarben berichten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Unsere Augen sind ein unvergleichliches Tor zu unserem innersten Wesen. Jüngste Forschungen an der Universität Edinburgh haben einen bemerkenswerten Einblick in das, was sich dahinter verbirgt, offenbart. Die Augenfarbe kann tatsächlich etwas über die Entwicklung unseres Gehirns und unseres Wesens verraten. Wenn deine Augenfarbe zum Beispiel grau ist, bist du wahrscheinlich ein spirituell erwachter und bewusster Mensch. Du verstehst die Macht der Gedanken und die Bedeutung der Manifestation. Graue Augen repräsentieren die Energie des Geistes und zeigen oft an, dass sie die Fähigkeit haben, ihre Ziele mit Hilfe spiritueller Prinzipien zu manifestieren. Menschen mit grauen Augen sind meistens alte Seelen und haben schon sehr oft inkarniert und tragen eine große Leidenschaft für das Leben. Die Farbe Grau birgt viele Geheimnisse, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden. Die Menschen mit grauer Augenfarbe kommen meistens von den Planeten Sirius, Orion, aber auch manche von den Plejaden. Mit dunkelgrauen Augen bist du etwas Besonderes. Wissenschaftler glauben, dass sie durch eine feine Melaninschicht in deiner Iris verursacht werden, die die blaue Wellenlänge streut und abschwächt. Menschen mit dunkelgrauen Augen sind sehr romantisch und verträumt. Ihre Leidenschaft und Kreativität hebt sie von der Masse ab. Sie sind oft begabte Heiler und sehen die Welt auf eine einzigartige Weise. Die meisten dieser Menschen kommen von den Plejaden und hatten schon viele Schulungen mit den galaktischen Wissenschaftlern, die dort zu Hause sind. Und wenn du hellgraue Augen hast, könnte es daran liegen, dass es nicht so viele Pigmente gibt, die diese atemberaubenden Farbtöne blockieren. Die Menschen mit hellgrauen Augen sind mysteriös und lieben ihre Freiheit. Sie werden oft vom Unbekannten angezogen und haben eine innere Stärke, mit welcher sie alles erreichen können. Ihr Blick kann sehr durchdringend sein und sie kommen meistens vom Planeten Sirius oder haben dort viele Freunde. Dann gibt es Menschen, die goldene oder braune Funken oder einen goldenen Schimmer in ihren Augen tragen. Dieser goldene Schimmer bedeutet, dass du eine Menge Wissen und Weisheit trägst, die du mit der Welt teilen kannst. Du bist kreativ und hast ein inneres Licht, das durch deine Augen strahlt. Menschen mit goldenen Augen kommen oft vom Planeten Arcturus und haben dort enge Freunde, die ihnen helfen können, ihren Weg im Leben zu finden. Wenn deine Augen eher einen bernsteinfarbenen Schimmer haben, dann bist du eine kreative und künstlerische Seele. Du bist ein tiefgründiger Denker, der es liebt, neue Ideen und Konzepte zu erforschen.
Menschen mit bernsteinfarbenen Augen stammen in der Regel vom Planeten Arcturus ab und haben viele Leben auf ihm verbracht. Bernsteinfarbene Augen sind ein Zeichen für einen aufgeschlossenen Menschen, der voller Wärme und Persönlichkeit ist. Sie lieben es, mit anderen zusammen zu sein, langweilen sich aber leicht, wenn sie mit Routine oder Monotonie konfrontiert werden. Deshalb suchen sie oft nach aufregenden Aktivitäten. Wer das Glück hat, bernsteinfarbene Augen zu haben, kann mit Kreativität und grenzenloser Fantasie rechnen. Wenn deine Augen eher wie Gold leuchten, dann könnte es sein, dass du ein spirituelles Wesen bist, das die Fähigkeit hat, sich mit höheren Sphären zu verbinden. Du hast eine intuitive Verbindung und weißt oft, was andere nicht wissen. Menschen mit goldenen Augen kommen im Allgemeinen von den Plejaden, dem Orion oder dem Sirius und sind hier, um uns allen auf unsere Reise der Erleuchtung zu helfen. Wenn deine Augenfarbe einen dunkleren, hellen oder goldenen Rand hat, um die Iris herum, dann bedeutet dies, dass du eine sehr starke Verbindung zur Spiritualität hast. Diesen Rand nennt man auch Limbusring. Menschen mit einem Limbusring strahlen Jugend und Schönheit aus. Sie wirken attraktiv und sind sehr beliebt. Meist haben sie viele Talente wie Musik, Tanzen oder Kunst und sind sehr kreativ. Sie kommen in der Regel vom Planeten Orion oder der Venus und verbringen oft einen Großteil ihrer Zeit des Nachts dort, wenn sie träumen. Sie haben im gesamten Universum viele Sternenfreunde und man schätzt sie sehr. Ihre Herkunft spielt natürlich auch über die andere Augenfarbe eine Rolle, die du in meinem ersten Podcast erfahren kannst. Und meist kommen sie dann von beiden Arten der Planeten, um uns auf der Erde mit ihrem Frohsinn und ihrer Kraft zu unterstützen. Wenn deine Augenfarbe aus mehreren Farben besteht und du sie gar nicht genau deuten kannst, weil sie sich auch immer wieder verändern, bist du wahrscheinlich der geborene Heiler. Schaue dazu auch den ersten Podcast an, denn die Farbe, die du in deinen Augen findest, würden dann alle auf dich zutreffen. Diese mehrfarbigen Augenfarben findet man häufig bei Menschen, die vom Planeten Sirius stammen, aber auch bei Menschen, die viele Lebenszeiten auf anderen Planeten verbracht haben. Sie sind sozusagen Allrounder und haben schon so viel erlebt. Menschen mit mehrfarbigen Augen sind oft sehr intuitiv und können die Energiefelder anderer Menschen leicht erkennen. Sie sind sehr feinfühlig und hochsensibel. Sie können auch hellseherisch veranlagt sein. Sie sind telepathisch und haben im Allgemeinen ein großes Verständnis für die geistige Welt, das über das Physische hinausgeht. Sie können in andere Dimensionen hineinschauen und zum Kern einer jeden Situation vordringen. Sie sind oft Heiler, Energiearbeiter oder Schamanen, die gekommen sind, um der Menschheit in dieser Zeit des Übergangs zu helfen. Wenn es in deiner Iris verschiedenfarbige oder gleichfarbige Punkte gibt, bedeutet es, dass du von den Plejaden kommst oder viele Freunde dort hast. Menschen mit dieser Art von Augenfarbe sind oft sehr sensibel und empathisch. Sie können die Energie anderer sehr gut spüren, sowohl positiv als auch negativ. Und sie haben in der Regel eine starke Intuition für das, was um sie herum vorgeht. Sie neigen auch dazu, kreativ und weise zu sein. Die Punkte stehen für besondere Auszeichnungen und Gaben, die ihnen von ihrer plejadischen Sternenfamilie verliehen wurden. Sie sind erstaunliche Menschen, die viel Freude und Heilung
in diese Welt bringen. Dann gibt es noch Augen, die ihre Farbe immer wieder in verschiedenen Situationen verändern. Wenn du solche Augen hast, dann bist du ein Reisender aus vielen Galaxien und deine Seele spricht mit den Augen zu deinen Mitmenschen. Du hast eine natürliche Neugierde, neue Dinge zu erforschen und zu erleben, dass du oft das Gefühl hast, nicht hierher zu gehören. Menschen mit wechselnden Augenfarben kommen meist von den Plejaden, von Andromeda oder haben mehrere Leben dort verbracht und sehr viele Sternenfreunde. Sie stecken voller Überraschungen und sind oft unberechenbar, aber sie bringen auch eine unbeschreibliche Weisheit, die uns in Zeiten der Not leiten kann. Sie kommen meistens aus den höheren Dimensionen, ab der 10. aufwärts. Manchmal verändert sich die Augenfarbe im Laufe des Lebens. Das bedeutet, dass sich etwas in deinem Inneren verändert und dass neues Wissen oder neue Weisheit zum Vorschein kommen wird. Du befindest dich in einem persönlichen Wachstumsprozess und betrittst eine neue Bewusstseinsebene immer dann, wenn sich die Augenfarbe verändert. Es bedeutet auch, dass du in deinem Bestreben, spirituell zu erwachen, auf einem guten Weg bist und du viel Weisheit und Unterstützung aus dem Universum bekommst. Wenn deine Augen, jetzt mal ganz egal, welche Farbe sie haben, in manchen Situationen hell leuchten, bedeutet dies, dass du einen Farbstrahl in deiner Aura trägst und man seine Farbe als Leuchten in deinen Augen erkennen kann. Menschen mit einem Farbstrahl in der Aura sind mächtige Heiler und spirituelle Lehrer, die helfen, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Sie kommen oft aus dem Sternensystem Sirius oder Vega und sind hier, um uns zu zeigen, wie wir mehr mit unserem höheren Selbst in Einklang kommen können. Wenn deine Augenfarbe in Richtung Lila geht, dann gehörst du zu den spirituellen Führern. Diese Augenfarbe gibt es ganz, ganz selten. Aber wenn du so eine Farbe hast, dann ist deine Verbindung zu den höheren Dimensionen immens. Und deine Mission hier auf der Erde ist es, andere Menschen auf dem Pfad der Erleuchtung zu führen. Menschen mit violetten Augen haben oft viele Leben in verschiedenen Sternensystemen wie Lyra oder Arcturus und anderen hinter sich. Sie verstehen oft die Bedeutung von bedingungsloser Liebe, Mitgefühl und inneren Frieden und streben danach, anderen Menschen zu helfen. Und jetzt kommt etwas sehr Schönes, denn manche Menschen haben Sterne in den Augen, die immer wieder mal leuchten. Wenn du jetzt also Sterne in den Augen hast, bedeutet dies, dass du ein Starseed bist und eine besondere Verbindung zu deinen Geistführern hast. Du hast oft das Gefühl, nicht hierher zu gehören, aber das liegt daran, dass du aus einer viel höheren Dimension kommst und dich ständig an die Erddimension anpassen musst. Menschen mit Sternen in den Augen sind hochspirituell und haben oft eine sehr große Intuition und eine intensive Verbindung in die geistige Welt. Sie können Heiler oder Lehrer sein, die anderen auf ihrem Weg des Erwachens helfen. Dann gibt es noch Menschen mit zwei verschiedenfarbigen Augen, wo also das rechte eine andere Farbe als das linke hat. Dies kommt nun aber wirklich sehr selten vor. Aber dennoch möchte ich es heute mit dir betrachten. Diese Menschen haben viele spirituelle Transformationen durchlaufen und viele Veränderungen im Laufe ihrer Zeit erlebt. Sie haben Prüfungen und Schwierigkeiten durchgemacht, die mit der Überwindung der Dualität und dem Erreichen der Erleuchtung verbunden sind und verfügen daher oft über mächtige Einsichten und Erkenntnisse, die andere auf ihrer eigenen Reise leiten können. Sie kommen meist von Procyon oder der Lyra und aus den höheren Dimensionen der Liebe. Dann möchte ich jetzt noch etwas Allgemeines zu dir sagen,
all die Sternensysteme oder Planeten, die hier genannt werden und zu deiner Augenfarbe passen, sind die Energien, in denen wir uns besonders wohlfühlen und wie zu Hause sind. Natürlich waren wir im Laufe der Zeit auch sehr viel anderen verschiedenen Planeten, Galaxien und Dimensionen unterwegs. So, und jetzt möchte ich noch die eine wichtige Frage beantworten, die ihr mir im ersten Podcast gestellt habt. Kann es sein, dass man von Inkarnation zu Inkarnation die gleiche Augenfarbe hat? Die Sternenfreunde sagen, dass es möglich ist, dass eine Seele von Inkarnation zu Inkarnation dieselbe Augenfarbe hat. Jedoch spielt es dabei eine Rolle, wie weit die Seele schon entwickelt ist. Wenn es eine alte Seele ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich die Augenfarbe nicht mehr verändert. Hingegen bei jungen Seelen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich die Augenfarbe von Inkarnation zu Inkarnation immer wieder mal ändern kann. Das liegt daran, dass sie sich ständig weiterentwickeln und geistiges Wachstum sich oft in einer Veränderung der Augenfarbe äußert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass deine Augenfarbe ein Spiegelbild deines spirituellen Weges und deiner Seele ist. Aber egal welche Farbe deine Augen haben, denke immer daran, dass jedes Auge ein Tor zum Göttlichen ist und die Verbindung zu den höheren Dimensionen darstellt. Wenn du jemals durch den Spiegel in deine Augen geblickt hast, solltest du wissen, dass es die geistige Welt ist, die uns durch unsere Augen zuflüstert. Wir lieben dich so unermesslich. Das möchte ich dir gerne als Geschenk mit auf deinen Weg geben. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, was ihre Augenfarbe bedeutet und aus welcher Dimension sie kommen. Und like das Video, abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.